Wie schwebende Tücher fliegen sie durch den Raum. Die Ausstellung Strip Jack von Rachel von Morgenstern steht im Zentrum des Treppenhauses des Kunstvereins Hannover. Nachdem sie den Wettbewerb für die Ausstellungsreihe Stufen zur Kunst gewonnen hat, zeigt der Verein die raumumfassende Installation noch bis zum 3. November. Stufen zur Kunst ist eine Kooperation zwischen der Stiftung Niedersachsen und dem Kunstverein Hannover. Dieses Projekt existiert seit 2010 und Rachel von Morgenstern ist nun die 8. Künstlerin, die nun in dieser Reihe nun hier ausstellen darf. Ihre aktuelle Ausstellung heißt Strip Jack. Das ist ein Verweis auf eine Strip-Poker-Variante. Und dieser Titel ist auch ein Verweis darauf, inwieweit auch mit dem Augenzwinkern sie auch mit ihrer eigenen Malerei umgeht. Also es geht um das Entblättern, entblätternder Malerei sozusagen. Das Treppenhaus wirkt klar, schlicht und präzise. Mittendrin hängen die bunten Werke, sodass sie von allen Seiten betrachtet werden können. Je nach Standpunkt entstehen so die unterschiedlichsten Perspektiven. Diese Vielseitigkeit unterstützt vor allem die Wirkung der Form. Für die Frankfurter Künstlerin hat der Raum eine weitere zentrale Eigenschaft. Das Treppenhaus ist eben sehr reduziert und das Besondere an der Ausstellungssituation ist eben diese Höhe. Es ist nicht irgendwie einen klassischen White Cube zu bespielen, sondern eben diese Höhe zur Verfügung zu haben. Und es ist natürlich interessant, das Potenzial, das der Raum bietet, sichtbar zu machen und zu nutzen. Ketten, harte Materialien und weiche, fließende Form. Von Morgenstern arbeitet mit Kontrasten. Dabei wirken die Kupfer- oder Stahlelemente wie das Rückgrat der einzelnen Werke. Die wellenförmigen Höhlen dagegen wie körperliche Bewegung. Harte Materialien und denen so eine Leichtigkeit und so eine Poesie zu entlocken, das interessiert mich. Wie Poesie. Die Künstlerin zeigt die Gleichzeitigkeit zwischen Malerei und Skulptur, Strenge und Leichtigkeit. Dabei ist wichtig, jegliche Interpretation ist möglich. Was mich interessiert, ist eben, was passiert zwischen Betrachter und Werk und nicht es gibt irgendwie eine vorgefasste Bedeutung, so oder so soll die Installation gelesen werden, sondern so eher so eine Offenheit beizubehalten. Ob Darstellungen von Weiblichkeit, schwebende Tücher im Wind oder Strip-Poker. Rachel von Morgenstern gibt jedem die Möglichkeit einer eigenen Sichtweise.